Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Brandenburg ist Pendlerland. Das Mobilitätsverhalten in unserem Bundesland ist durch die Abhängigkeit von Führerschein und Auto geprägt. Und ich zitiere da auch aus der kürzlich im Kabinett verabschiedeten Mobilitätsstrategie, Zitat: Der Mobilisierungsgrad liegt in Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt und die Wegelängen werden größer. Ich möchte die Abgeordneten ein bisschen Ruhe bitten. Ein bisschen Ruhe ist immer gut, ein bisschen Ruhe ist wie ein bisschen schwanger. Vielen Dank. Dabei betragen die Wegelängen für Pkw im Durchschnitt fast 25 Kilometer. Schaut man sich die zurückzulegenden Arbeitswege an, dann liegen diese fast bei über 20 Kilometer pro Richtung, also einfach. Zitat aus der Strategie, Tendenz steigend. Jeder Brandenburger kennt Pendler, sei es aus der Familie oder Nachbarschaft, der betroffen ist. Mir geht es auch so, ich fahre viel Bahn, ich wohne in Senzig bei KW, das ist auch nur 4 Kilometer weit weg. Also das könnte ich, wenn es nach Frau Tack ginge, locker laufen oder per Handstand erledigen. Praktisch ist es aber nicht so. Da ist ab 18 Uhr auch nichts mehr per ÖPNV erreichbar. Die Ausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs auf Berlin ist bekannt und das Busangebot der Landkreise ebenfalls. Und völlig zu Recht wird hier in dem vorliegenden Antrag auf die fehlenden Querverbindungen hingewiesen. Ich kann mir ein Beispiel sparen, das hat Herr Genielke schon ausgeführt, derer gäbe es reichlich. Nicht nur, dass Sie in der Regel das Auto benutzen müssen, bis Sie zu einer Schienenanbindung kommen. Es gibt auch aufgrund der per Bus undurchlässigen Landkreisgrenzen wenig Möglichkeiten, quer zu reisen. Konkret, das Auto wird gebraucht, um überhaupt zu ÖPNV-Verbindungen zu kommen. Das schafft ja andere Probleme auch. Ich kenne das zum Beispiel bei uns aus KW, Parkplatzproblematik der ganzen Pendler vor Ort ist auch frappant. Und an der Stelle ist es auch jedem Bürger klar, weshalb das Strategiepapier von einer steigenden Tendenz bei der Wegstrecke spricht. Das ÖPNV-Angebot wird Stück für Stück gekürzt, einfach weil die Finanzierung nicht ausreichend ist. Folglich müssen die Brandenburger mehr Auto fahren. Und wenn man ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr, auch als Teil der Daseinsvorsorge begreift, ist es unverantwortlich und unsozial, das den Bürgern letztendlich auf diese Art und Weise zuzuschieben. Die Ansätze zur Aufweichung der Landkreisgrenzen, was den ÖPNV angeht, sind mit dem Plusbus schon eingeleitet. Das ist richtig. Überhaupt ist das damit verbundene Konzept ein guter Anhalt, wohin sich der ÖPNV entwickeln muss, aber eben nur ein Anhalt und bestenfalls ein Anfang. Für attraktive Mobilität muss grundsätzlich Bewegung sichergestellt werden. Und wenn wir die Ostbrandenburger fragen, wo da die Schmerzgrenzen liegen, dann ist das ja schon sehr üppig. Dann werden Sie oft hören, mir geht es so, 90 Minuten pro Fahrt, das geht noch so, aber danach tut es einfach weh. Und diese Zeiten sind im ländlichen Raum, besonders auf den Dörfern, auch schnell erreicht. Könnte man diese Zeiten verkürzen? Gewiss, wenn die Buslinien die Grenzen des Landkreises überschreiten. Die Ökonomen würden an dieser Stelle von Anreizen für die Landkreise sprechen oder wie hier im Antrag gefordert, auf die Handlungsmöglichkeiten des Landes hingewiesen werden. Es besteht Reformbedarf im Land Brandenburg und der ländliche Raum muss mit einer Grundmobilität und entsprechender garantierter Infrastruktur versorgt werden. Und dazu gehören unverzichtbar Querverbindungen im ÖPNV, zum Beispiel mit landesbedeutsamen Buslinien. Das ist wichtig für eine aktive Politik, für die Bürger. In den Sitzungen des Ausschusses wurde wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die Wege nach Berlin an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Das ist ja besonders, ist ja auch im Bahnbereich so. Auch die Querverbindungen würden hier eine Entlastung ermöglichen. Und ich finde es einen guten Schritt, wir haben das in der kurzen Zeit, seit ich hier bin, oft angemahnt, ich finde es einen guten ersten Schritt, dass die rot-rote Regierung erstmals endlich eigene Mittel investiert. Das war eine schwere Geburt. Ich gestehe da durchaus eine gewisse Lernfähigkeit zu, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Das ist ein guter Weg, der weiter beschritten werden muss. In diesem Sinne stimmt die AfD-Fraktion entschieden für den Antrag der Grünen, man glaubt es kaum, weil Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge wichtig ist für die Menschen. Und dieser Antrag ist ein erster Schritt, den wir gemeinsam gehen sollten. Vielen Dank.